So, meine Damen und Herren, wir haben ausführlich getagt, das konnten Sie verfolgen. Wir sind jetzt in einer sehr ernsten Phase der Corona-Pandemie. Diese nächsten Winterwochen sind die wohl schwierigste Phase der Pandemie. Wir sind in einer entscheidenden Phase der Pandemiebekämpfung. Sind wir in einer der schwersten Phasen der Pandemie? Wir leben jetzt in der wahrscheinlich gefährlichsten Phase der Pandemie überhaupt. Uns schwierige Monate bevorstehen. Deswegen ist auch heute wichtig, nochmal klarzumachen, dass wir in einer sehr ernsten Situation sind. In einer dramatischen Lage. Wir wollen keinen generellen Lockdown im gesamten Land und gleichzeitig keinen zweiten Lockdown zu haben. Keinen generellen zweiten Lockdown zu haben. Impfen ist ein großer Teil des Weges aus der Pandemie. Und auch das Impfen ist für alle wichtig. Wir wissen, dass mit den nunmehr verfügbaren Impfstoffen eine Perspektive da ist. Eine Perspektive ermöglichen, wie kann man die ersten Schritte wieder hin zu einer Normalität gehen. Es kann Diskussionen geben über eine Öffnungsstrategie. Und wieder Schritte in die Normalität zu ermöglichen. Und wie können wir die ersten Schritte in die Normalität wieder gehen? Auch immer dort, wo es möglich ist, wieder Normalität zuzulassen. Wo wir gegebenenfalls auch wieder Dinge zulassen können. Und dieses Licht am Ende eines Tunnels, dann wird sich das von Monat zu Monat verbessern. Und wir müssen jetzt uns noch einmal anstrengen. Ja, ich glaube, das war heute eine wichtige Konferenz und ein wichtiger Tag der Bestandsaufnahme. Eine intensive und nach meiner Überzeugung auch sehr wichtige Debatte. Alles in allem war das eine sehr wichtige Konferenz. Das war eine schwere Ministerpräsidentenkonferenz, eine konstruktive, aber eine schwere. Ja, das war eine schwere Geburt heute. Ja, das war eine schwere Geburt. Das ist heute keine normale Ministerpräsidentenkonferenz, wie wir sie die letzten 4-5 Monate hatten. Das war heute ein wichtiger Tag, weil es eine echte Weggabelung ist. Ich glaube, es war tatsächlich gut und richtig, dass wir heute hier wieder im Kanzleramt zusammengekommen sind. Ja, ich bin auch dankbar, dass wir dieses Gespräch heute hatten. Das war eine sehr gute Diskussion. Das war eine sehr, sehr intensive Diskussion heute. Es war heute eine sehr wichtige Beratung. Wir sind schon einen deutlichen Schritt vorangekommen für das ganze Land. Wir sind auch heute in der Debatte ein großes Stück vorangekommen. Dass die AHA-Regeln eingehalten werden können, also Abstand, Maske und dann auch Abstand, Maske und eins fehlt mir gerade nach den vielen Stunden, also wir jetzt schon wissen, Hygieneregeln, ja genau.